Moin moin und willkommen bei Sims und Tino. So, wir sind jetzt wieder hier bei Sims und ich habe ein paar Notizen gemacht, was wir heute machen und was ich gerne mit euch besprechen möchte. So, wir lassen das hier mal laufen. Als erstes ein Umstyling, dann erzähle ich euch noch mehr. Ich hoffe, ihr habt alle das Update bekommen. So, ja, jetzt seht ihr mal was hinter den Kulissen. Ich habe so einen grünen Hintergrund für die ganzen Bilder. Und ja, heute ist Umstyling, Winter-Umstyling. Die sind jetzt ein paar Längen... paar Tage länger im Urlaub. Und dann sind wir hier auch schon. Hab ich's? Genau. Spezial. Das Jubiläum. Jetzt haben wir das hier auch. Cool, oder? Also ich find's cool. Jetzt haben wir das hier. Denn das Update ist da. Und wenn wir schon bei Update sind, können wir gleich auch mal weiter besprechen, was Update angeht. Denn da habe ich noch ein paar mehr Notizen als nur das jetzt. Denn da gab es noch ein paar mehr Sachen, die angekündigt wurden. Gestern im Stream von EA bzw. von Maxis auf Twitch. Da habe ich jetzt nicht ganz aktiv zugeschaut, aber war trotzdem so mehr oder weniger am Start. Ist auch immer ein bisschen schwierig. Die reden ja auch mal nur Englisch. So ein Rot? Na, wir lassen das mal so. Also nicht, dass ich kein Englisch kann, aber halt nicht so super. So. Und deswegen gucke ich mir lieber am Ende immer so eine Zusammenfassung von simsblog.de an. Kann ich euch auf jeden Fall auch mal empfehlen. Da sind immer ganz schöne Zusammenfassungsvideos und allgemein Videos. Und da habe ich sowieso gerade nochmal vorbeigeschaut. Und deswegen kann ich euch gleich schon mal das nächste erzählen. Aber ich glaube, das machen wir eher, wenn wir dann im Gameplay gleich drin sind. Denn ich habe viel aufgeschrieben heute. Ja, zum ersten Mal schreibe ich mal was auf, ja. So, wir können mal schauen. Irgendwelche Stiefel würde ich auf jeden Fall sagen. Aber das Blau, gibt es noch ein bisschen dunkler? Ja, genau. Das passt ganz gut für ihn. Geben wir ihm noch eine Mütze? Na, eine Mütze beim Alltagsoutfit ist nicht so. Er kann dann so bleiben. Oder geben wir ihm mal neue Haare? Winterhaare, ein bisschen dicker. Jetzt haben wir auch die Friseure bald wieder offen. Gut, die haben in Sims immer offen. Dann kann er vielleicht seine Haare mal wieder ein bisschen geschnitten bekommen. Ja. So war die, finde ich eigentlich mal ganz cool. Bisschen gestylter, aber ändere ich die Frisur überhaupt, dann muss ich wieder neue Bilder machen, ne? Na gut, ich mache neue Bilder, ja. Das ist ein bisschen frischer, wisst ihr, was ich meine? Das sieht so ein bisschen neu aus jetzt. Das ist cool. So einen Hut geben wir ihm erstmal nicht, das bekommt er dann später. Hier, das habe ich nämlich alles gar nicht bearbeitet. Ja gut, ich habe hier einen Corona-Mod, also einen Masken-Mod. Ups, ich darf nicht so viel Corona sagen. Sonst, gut. Wobei, ich darf es eigentlich wohl. Ich kann eh kein Geld damit verdienen, weil ich keine Werbung schalten kann. Aber trotzdem, muss ja nicht sein. Dann steht da unten irgendwie was von Corona oder so. Und ich bin hier ja kein wissenschaftliches Dings. So, ja. Das ist die Abendkleidung. Abends kann man auch mal sowas tragen, ja. Aber diese weißen Schuhe passen. Oh, ich kann nicht mehr reden. Passen nicht so gut. Ja, lassen wir es mal so. Sport, genau, das wollte ich schon lange ändern. Furchtbar, oder? Geht gar nicht. Aber da darf er ruhig andere Frisur haben. Und hier, da die Dinger will ich auch weg haben. So ist er furchtbar. Genau, beim Sport hat er vielleicht mal eine andere Frisur. Ein bisschen offener. Die? Ja, ein bisschen offener beim Sport. Vielleicht finden wir hier eine gute Kombination. Sowas? Nee. Nee, die ist nicht so geil. Kann man vielleicht mal machen, aber er ist jetzt aus dem Teenager-Alter raus. Sonst im Teenager-Alter, finde ich, passt das noch so, aber nee, das machen wir mal nicht. Also ich finde, das wird für einen Teenager voll gut passen, aber nicht für ihn. Gut, ich finde es jetzt allgemein nicht schön, aber für einen Teenager wird es wohl noch gehen. Hier, er ist ja sehr viel mit Blau. Deswegen denke ich, dass wir ihm hier auch mal wieder Blau geben können. Ja, aber nicht diese pinken Dinger. Das muss, glaube ich, wirklich EA oder Maxis nochmal lernen, dass diese random Outfits mal wieder besser werden. Gut, das ist halt wirklich random, aber trotzdem, die müssen mal besser werden. Ja, dieses Armband-Ding, ist auch pink, oder? Ja, Socken? Nee, Socken nicht. Hier, Armband. Ist es pink? Was sind das für Armbänder? Was ist das? Was ist das? Habe ich nie installiert. Das ist irgendwie gruselig. Nein. Ja, so eine Uhr oder was das ist, ja. Ja, cool. Nachts? Ja, pff, damit kann man schlafen, ne?
Das ist für Partys, ja, geht eigentlich auch, aber ganz ehrlich, auf eine Party kann man auch mal ein bisschen schicker gehen. Oder hier. Aber das passt halt auch mehr so zum Teenager, aber wir geben es ihnen mal. Ich benutze es nie. Das ist ja geil, das kenne ich noch gar nicht. Ja, also ich hatte mir überlegt, dass wir öfter umstylen. Ich mache sowas nie eigentlich. Also ich bin einer, ich mag gar nicht gerne Kass. Also ich bin froh, wenn ich aus dem Kass wieder raus bin. Das will ich jetzt ein bisschen ändern und will jetzt total oft in Kass gehen. Ja, ich glaube, das geht so, oder? Na, es ist nicht so schön, nee. So, sowas ist ein bisschen lockerer. Und diesmal so eine. Die ist ein bisschen sehr zerknittert, ne? Aber es geht. Und vielleicht so ein paar coolere Schuhe. Ja. Sind aus dem Base-Game. Gehen eigentlich. Lassen wir mal. Und vielleicht da eine andere Frisur ausnahmsweise auch wieder. Vielleicht noch eine bessere. Gut, die ist eigentlich gar nicht so schlecht. Zäh, die ist auch nicht schlecht. Aber nee, zur Party finde ich die jetzt auch nicht so schön. Ist hier was Tolles bei? Die benutze ich auch mal gern hier von Zeit für Freunde. Die, nee, die finde ich gar nicht toll. Ja, warum nicht? Aber das passt nicht, weil dann würde es heißen, dass er lange Haare hat. Die hat er nämlich nicht. Deswegen, das passt nicht. Die weiß ich nicht. Puh, da ist die andere dann doch besser, ne? Die war das. Nee, die war das nicht. Die? Nee, welche war das? Irgendeine doch von Hunden und Katzen, oder? Oder doch nicht? Scheiße, ich finde die Frisur nicht wieder. Ups, habe ich nie gesagt. Nee, so einer war das auch nicht. Was war das denn für eine Frisur? War das an die Uni? Ja, die war das, ne? Ja, oh Gott, ich dachte schon, ich finde die Frisur nicht wieder. Badekleidung, ja, er wird nie baden hier. Also, doch, er wird hier baden. Doch, stimmt. Doch, wenn wir ins Onsen-Badehaus gehen, dann kann er mal was anderes anhaben. Doch, stimmt. Wir gehen ja auch ab und zu mal ins Onsen-Badehaus. Ja, so heißt das. Habe ich mir nicht ausgedacht. Ja, tatsächlich. Da gibt es tatsächlich so Badehäuser, die heißen Onsen-Badehaus. Ja, da geht das auch. Bei heißem Wetter, das finde ich voll cool eigentlich. Das haben sie gut gemacht. Und bei kaltem Wetter, das ist jetzt wichtig. Und das gefällt mir gar nicht. Das ist nämlich das hauptsächliche Teil, was er hauptsächlich anhat. Das müssen wir mal ändern hier. So was Dickeres. Ja, das sieht nicht schön aus. Hier, schick mit Strick. Ja, das ist so dünn. Seht ihr, das ist so ein Pulli bloß. Das ist auch nicht so schön. Vielleicht ist da was bei Jahreszeiten bei. Ich habe ja Jahreszeiten auch. Jahreszeiten hat ja auch Kälte mitgebracht. Ja, es ist schön viel mit Blau. Ich mag gern Blau. Merkt ihr bestimmt. Ach, die ist aus Jahreszeiten. Ja, cool. Mega cool. Ja, lassen wir es mal so. Oder gibt es die hier auch in hell? Ja, ist schon fast zu viel hellblau, ne? Aber gut, er mag das halt vielleicht. So, hier gibt es aber hoffentlich auch was aus Jahreszeiten. Jo. Das ist die Jahreszeitenstaffel. Ja, ich baue ja auch ein Jahreszeitenhaus. Habt ihr das gesehen? Mit dem Jahreszeitenpack? Ja, tatsächlich. Ich weiß, es ist ein bisschen bescheuert. So, was können wir bei dir machen? Ja, du hast eigentlich schon was ganz Passendes an. Ach so, du bist hier auch bei kaltem Wetter. Dann gehen wir mal hier hin. Ja, das habe ich ihr das angezogen. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich habe die Sims eigentlich einfach nur erstellt. Was ist das? Das kenne ich gar nicht. Keine Ahnung. Wir könnten mal hier. Da gab es ja was Neues. Das können wir mal anziehen, ne? Oh. Oh. Ach ja, das war hier. Nee, also nein, ich habe nichts dagegen. Ich meine nur, wir sind hier im Winter. Das meinte ich damit. So, was könnten wir denn sonst nehmen? Ne, dann passt das nicht. Ja, Update, genau, da wollte ich auch noch ein bisschen mit euch überreden. Ja, das ist auch, glaube ich, zu dünn, aber es sieht gar nicht so schlecht aus. Hier, so ein Pulli. Der passt doch bestimmt, oder nicht? Auch in Blau? Nee, hier ein bisschen Rot, oder? Ja, genau, ein bisschen Lila. Und den Rock, der passt eigentlich auch nicht so gut. Oder? Nee. Da geht auch was anderes, was Besseres. Vielleicht der? Ja. Ja, und die Schuhe lassen wir so. Vielleicht andere Haare. Immer schwierig. Ey, das ist meine Lieblingsfrisur, aber fragt mich nicht warum. Aber fast allen Sims ziehe ich die an. Vielleicht auch, weil die oft offen ist und ich habe euch ja erzählt, ich. Mach nicht so gern Kass und dann nehme ich einfach meistens erst Beste. Aber jetzt gebe ich mir mal ein bisschen Mühe. Und ja, ich kann die Sims nicht gut anziehen, weil ich das auch nie mache. Die ist auch nicht schlecht. Oder die? Das geht, die Augen sind so komisch, ne?
Ich glaube, ich muss mal kurz Custom.FullEditMode anmachen, weil ich gerne mal kurz was am Gesicht ändern möchte. Geht das? Ah ne, dann muss ich nochmal neu reinjoinen, ne? Egal. Wir wollen die Sims jetzt ja auch nicht wieder ändern. Die sind so, ah, die ist auch nicht schlecht. Ja, wollen wir die mal lassen? Die hatte ich auch sonst noch nicht benutzt. Oder wir lassen die mal? Die ist auch nicht schlecht. Die habe ich auch noch nie benutzt. Nachhaltig leben, ja, gibt es auch Nachholbedarf. Ey, die ist auch nicht schlecht. Ja, wir lassen es gleich mal bei der, oder? Die hatte ich auch noch nie. Ja, genau, das hatten wir schon gemacht. Oh, nee, das gefällt mir auch nicht mehr. Das sieht auch scheiße aus. Sorry, habe ich nie gesagt. Das habe ich noch nie benutzt, glaube ich. Aber doch in blau. Ja, ja, so blau-gelb. Genau, das blau, aber dann gehen wir in Richtung gelb. Das geht. Und dann der? Doch, der passt dann noch. Abends. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe das noch nie gesehen und ich bin froh, dass ich das noch nie gesehen habe. Ist ja furchtbar. So. Genau, gelb hatten wir gesagt, ne? Richtung gelb. Ja, und die Dinger sehen auch scheiße aus. Sorry, habe ich nie gesagt. Ja, also ich habe die Sims noch nie so gesehen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt so zum ersten Mal, dass ich die so sehe. Die ganzen Sims. Ja, so in gelb. Ich muss aufpassen, dass ich nicht sage, dieser Sim hat die Farbe, dieser Sim die Farbe und so, ne? Wisst ihr? Hier passt vielleicht das neue Outfit ganz gut. Also was heißt neue Outfit? Das ist halt nur hier Spezialjubiläum. Hä? Ja, dann mache ich den Filter halt raus. Warum kann man das nicht zum Sport anziehen? Passt doch perfekt. Hier gibt es sogar ein Gelb. Oder Orange? Ja, wir nehmen Orange, damit das nicht alles immer so eintönig wirkt. Und Grün dazu? Nee, Gelb. Ja, ich weiß, ich baue. Ich baue, sage ich schon. Ich arbeite viel mit derselben Farbe. Habe ich schon immer gemacht. Da ist auch ein bisschen Gelb bei. Hauptsache mal nicht zu viel Gelb. Oh Gott. Die Hose ist noch schlimmer. Die Hose ist noch viel, viel, viel schlimmer. Die geht und dann... Achso, Jubiläum ist noch drin. Ach du Scheiße, ich habe sogar Jubiläumsfilter drin. Das nochmal. Nee, das ist schön warm. Ja, im Bett. Wenn man im Bett liegt, dann muss ja auch warm sein. Hier in Orange. Oh Gott, das ist ja kein Orange. Aber sieht so ein bisschen orange aus. Naja, orange-rot ist das. Aber diese Schuhe gehen auch nicht. Hier, diese warmen. Und zur Party? Oh Gott, nee. Nee. Was ist das für ein Outfit? Habe ich auch noch nie gesehen. Achso, wir sind ja auch bei Kombinationen. Da wollte ich gar nicht hin. Dann gucken wir mal, was wir sonst noch machen. Das ist auch nicht schlecht. Das ist Elternfreuden. Und eine neue Hose. Was nehmen wir da? Vielleicht sowas? So ein Rock? Oder das aus Elternfreuden. Das ist, glaube ich, das Passende dazu, ne? Gehört das dazu? Wollen wir das mal so machen? Ja. Und dann auch noch so ein Rot hier. Ne, die in Weiß. Wobei hier so ein Blau, weil da ist ja so ein bisschen Blau bei, ne? Ja, es geht. Ja. Warum nicht? Das können wir auch erstmal so lassen. Das eigentlich auch. Hier gibt es aber auch das. Achso, das hat sie an. Ups. Genau, das meinte ich eigentlich, aber ich war gerade irritiert, weil das eine andere Farbe war. Hier in Orange. Perfekt. Achso, sie haben wir noch nicht. Ja, gut. Können wir auch mal gucken. Haare lassen wir so. Die habe ich nämlich hier extra so gemacht. Und hier gibt es mal die. Nee. Die alten waren schon gut. Da muss ich nicht so viel ändern bei den Screenshots, sonst muss ich immer wieder neue Screenshots machen. Oh Gott, ich wusste... Ah! Jetzt geht das. Jetzt ist der Full-Edit-Mode an. Kann ich jetzt bei ihr auch nochmal den Full-Edit-Mode nutzen? Ja, cool. So, ja. Detailbearbeitung einmal deaktivieren. Nee, das möchte ich nicht. Ja, ich möchte Augen ändern. Geht das nicht? Ach so, das hat er noch nicht ganz gecheckt. Ah, okay. Ich dachte, das geht jetzt schon. Nee, geht noch nicht ganz. Ich weiß nicht, warum sie so dick ist. Das habe ich nicht gemacht, oder? Funktioniert das schon? Ja. Ja, dann machen wir das ein bisschen anders. Ja, so ist besser. Und dann, ja, das Outfit gefällt mir eigentlich schon ganz gut so. Die Brille, nein. Brillen in Sims gehen gar nicht. Stimmt, da könnten wir mal neue Augenbrauen benutzen. Ja, genau, da gab es ja neue, ne? Ja, cool, genau die. Die passen gut, ne? Ja, schön. Sind die jetzt überall anders? Ja. Hat es jetzt geklappt? Können wir jetzt auch Augen und Co. ändern? Nee, das noch nicht ganz. Aber schon mal Augenbrauen. Gut.
Ja, genau, das lassen wir so. Das meinetwegen auch. Wobei das in einer anderen Farbe. Vielleicht so in Pink. Das geht dann auch. So. Da kann man mal Tiny Houses. Nee, da kann man kein Tiny Houses nehmen. Ich hätte fast gesagt Tiny Houses. Das ist nicht schlecht. Das mag ich auch mal ganz gern. So. So. Blau. Oder doch so in Gelb. Ja, lassen wir es mal in Gelb. Und diese Accessoires müssen weg. Und eine Brille, ja. Zur Party sowas. Sowas mal hier, oder? Oder hier sowas Japanisches. Vielleicht ist es auch nicht japanisch, ich weiß nicht. Oder das, das passt gut. Das eher, ja, das passt noch besser. So. Schwimmen, lassen wir so. Heißes Wetter, kaltes Wetter, oh Gott. Aus an die Uni, der ist schön aus an die Uni. So ein Pink hier. Und unsere Tiere hier. Genau, ich habe die altern gelassen, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Ich habe gecheatet, ja. Weil mir das einfach zu kompliziert war. Oh Gott. Sollen wir das wirklich so lassen? Ja, gut, denen wird auch kalt, ne? Ist ja Winter. Wobei. Oh Gott, ja, doch, lassen wir das mal. Ist doch cool irgendwie. Eine Halskette braucht er auch noch. Was für eine. Die ist cool. So, und blau. Und er ist weggelaufen, ne? Ja. Sie ist weggelaufen, besser gesagt. Dann kommt umgestylt wieder hier. Genau, so ein Ding als Anzug an. Das ist cool. Das sieht sogar gestrickt aus. Ist aber gar nicht gestrickt. Cool. Ja, und da auch. So ein Blau, ja, schön. Und die Katze, wird der Katze kalt? Ich glaube, der Katze wird nicht zwingend kalt. Das ist auch süß, aber ich weiß nicht. So ein Anzug, was ist das? Das kannte ich ja noch gar nicht. Ja, ich habe eben noch nicht so viel Kass-Erfahrung, weil ich noch nicht so oft im Kass war. Hier, guck, das sieht so ein bisschen gestrickt aus, ne? Aus Schick mit Strick, ne? Ist aber gar nicht, ist Hund und Katzen alles, cool. Trotzdem cool. Und das Ding dann dazu? Auch so in Blau? Nee, gibt's gar nicht. In Grün. Okay, schön. Vielleicht ein bisschen dünner. Das passt besser, ne? Können wir den noch sonst ein bisschen bearbeiten? Nö. Gut, dann starten wir so mal rein. Dann kann ich euch ja gleich während des Gameplays etwas erzählen. Genau, Umstyling haben wir. Update hatten wir besprochen. Im März. So, das sage ich jetzt mal an. Ich lasse die gleich mal ein bisschen was machen. Wo sind die alle? Ach so, oh. Okay, gut. Das hatte ich jetzt falsch. Genau, im März kommt ein Update. Da gibt es Hochbetten. Ja, haltet euch fest. Hochbetten. Wir bekommen endlich Hochbetten. Und jetzt haben wir zwar schon unsere WG umgebaut, aber Hochbetten hätten bei uns in der WG so gut gepasst für Platz. Aber gut, jetzt haben wir halt eh erweitert, ne? Aber wisst ihr, was ich meine? Das wäre so geil. Lulu ist auch zurück. Och, wie cool. Och, wie schön. Wahrscheinlich, weil wir ein bisschen bearbeitet haben. Ja, das ist ja gut. Das wäre ein cooler Bug. So kann man die Tiere wiederholen, indem man in den Kass geht. Genau, ich lasse einfach mal ein bisschen laufen. Hier, sie oder er. Wer ist es? Ja, er kann hier mal wieder. Ist er der Snowboarder oder der Skifahrer? Er ist der Snowboarder. Snowboarden fortlaufend. Und dann schalten wir da mal kurz drauf. Das gucken wir uns mal an. So. Und zwar im März kommt Update mit den Hochbetten. Was da sonst noch beikommt, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass es bald neue Packs geben wird. Und zwar irgendwie Sets oder... Sorry, meine Aufnahme ist gerade abgekackt, weil mein Speicher voll war. Sorry. Genau, es gibt Sets oder Pakete, also gut, Packs sind Pakete, ne, aber irgendwie so Sets oder so. Und da sind auch schon drei angekündigt, die werden wohl noch kleiner als Accessoires-Packs sein und auch noch billiger sein, was ja gut ist, wenn sie kleiner sind, klar, müssen sie auch billiger sein. Und ja, das ist ganz spannend, da bin ich gespannt. Es wird ein Sauberkeits- oder Dreck-Pack geben, je nachdem, wie man sagen will. Ich glaube, da wird es einen Staubsauger geben und die Wohnung wird voll mit Dreck werden und so. Dann wird es ein Koch-Pack geben, dort wird es eine neue Küche geben, auch cool. Und was war das letzte? Ich weiß es nicht mehr, das ist mir jetzt, fällt mir nicht mehr ein.
Auf jeden Fall gibt es 3 Packs, die sind angekündigt. Wann die kommen, werden wir sehen. Gut, dann haben wir das besprochen. Das war im Entwickler-Livestream gestern. Neue Inhalte haben wir uns noch nicht angeschaut. Gucken wir uns an, wenn wir wieder zu Hause sind. Also zu Hause im Sinne von nicht mehr hier, sondern wieder in der WG. Let's Build, genau. Ich mache jetzt auch Baureihen. Da bin ich schon angefangen aufzunehmen. Ein Haus mit Jahreszeiten und diesem Pack, also ab ins Schneeparadies. Andere Sachen sind natürlich nicht verboten. Cool, habe ich Bock drauf. Ja, genau. Und Mod-Videos, also Mod-Vorstellungsvideos möchte ich auch bringen. Vielleicht auch mein eigenes Pack, denn ich bin dabei, ein eigenes Pack. Habe ich überhaupt auf Aufnahme gedrückt? Ja, okay. Sorry, ich musste kurz austappen, weil ich mir nicht mehr sicher war, ob ich auf Aufnahme gedrückt habe. Genau, das waren Sachen, die ich mit euch besprechen wollte. Achso, wir können hier auch nicht in Baumodus. Gut, wir können dann später nochmal die neuen Inhalte besprechen. Sie schläft auch. Wie geht's ihr? Hä, da hätte er doch auch schlafen können. Habe ich ihr da kein Bett gegeben? Okay, das ist ein bisschen komisch. Egal, dann kann er hier einfach schlafen. Wenn er denn müde ist. Eigentlich sollte er auch mal schlafen. Hör mal auf. Oh, er hat schon Level 2 der Snowboard-Fähigkeit. Cool. Sie muss dringend schlafen. Sie auch. Er bald. Gut. Er ist traurig. Was mache ich falsch wegen schlechter Snowboard-Leistung? Nee, du machst nichts falsch. Du hast doch schon Level up. Du wirst besser und dann läuft's. So, oh, hier radelt er runter. Ja, cool. Ey, wenn ich das jetzt so sehe, wir könnten auch mal irgendwie so ein Radelpack bekommen, wo man dann auch so ein bisschen Cross fahren kann und so. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre auch cool. Also, sowas interessiert mich nicht. Aber jetzt, wo ich das gerade gesehen habe, wie er da so runterfährt, hätte ich auch mal Bock drauf. Wisst ihr, so mit Radelfähigkeit und so. Wäre cool. Wäre wirklich cool. Also, wäre nochmal eine Sache. Also, ich bin ja absolut nicht so interessiert an Sport und auch nicht so an Cross und so. Aber wisst ihr, was ich meine? Da gibt es auch so ein Game zu. Kennt ihr das? So ein Fahrradspiel. Kann man ja auch so fahren. Heißt Cross, ja. Ich glaube, das heißt so, ne? Ja. Ja, wisst ihr, was ich meine? So, dann fährt man da auch durch Wälder und so mit Mountainbike oder so. Und springt da auch so ein bisschen. Das wäre cool mit so Fähigkeit. Oder auch mit einer neuen Todesart irgendwie auf Crossstrecke gestorben oder so. Ja, wäre cool, ne? Wisst ihr? Ja. Gut, wie oft habe ich jetzt schon cool gesagt? Sorry, aber ich sag einfach manchmal gerne Wörter. So. Drin Hausschuhe. Ja, Schuhe drin erlaubt. Ist okay, genau. Sie badet hier. Oh, ich muss auch noch einen Screenshot machen. Na, wir finden schon irgendwas. Einfach ein Bild, wie sie schläft. Das ist schon mal gut. Mit sowas kann ich immer arbeiten. Ja, wie findet ihr die Vorschaubilder, die ich erstelle? Gerne mal ein Feedback rein. Ich brauche immer viel Feedback, damit ich weiß, was ich machen soll oder was ich eben nicht machen soll oder was ich anders machen soll oder was ich nochmal wieder anders machen soll oder was sonst was. Ne? Wisst ihr? Okay, unser Kredit muss auch bezahlt werden, ne? Hier, da sehen wir auch. 50 Tage lang denkt sie daran. Und das ist jetzt eine Emotion 50 Tage lang. Und das? Emotionale Achtsamkeit. Okay, cool. Ich freue mich auch schon auf ein neues Pack. Ich weiß nicht, ich kann nicht mehr reden. Wann ein neues Pack kommt, das wollte ich sagen. Ich weiß es nicht. Gut, ich weiß es wohl. Irgendwann kommen halt diese 3 Sets oder Set-Packs oder auch keine Ahnung. Aber eben diese Mini-Packs, die kleiner als Accessoires-Packs sind. Accessoire? Accessoires? Wie heißt das auch? Accessoire, oder? Och, keine Ahnung. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe auch mal wieder Bock auf ein größeres Pack. Gut, wir sind hier gerade mitten in Ab ins Schneeparadies drin. Das möchte ich auch spielen, aber ich bin gespannt, wann ein neues Pack angekündigt wird. Wusstet ihr? Höchstwahrscheinlich ist bald Sims 5 in Entwicklung. Soll ich euch mal was sagen? Das finde ich richtig, auf gut Deutsch gesagt, scheiße. Ich habe gar keinen Bock auf Sims 5. Aber wenn Sims 5 da ist, will eh keiner mehr Sims 4 gucken. Gut, es gibt immer noch Sims 3 Let's Plays. Aber wisst ihr, was ich meine? Und das ist schade, weil diese WG ist dann weg. Gut, ich werde diese WG natürlich weiterführen in Sims 5, ist klar. Und ich glaube, ich werde die auch cheaten. Das heißt, die Fähigkeiten, die jetzt angesammelt haben, werden die in dem neuen Safe Game dann, also in dem Sims 5 Safe Game auch haben. Denn Cheats wird es dort auch geben. Ist ja klar, ne? Das ist cool.
Das ist dann sehr cool. Dann geht das ja auch noch. Und das Haus werde ich auch möglichst übertragen. Klar, übertragen ist nicht möglich, aber wisst ihr, was ich meine? Und soll ich euch mal was sagen, worauf ich gehofft habe gestern bei dem Update? Auf ein Erstelle ein Weltentool. Und ich sage euch auch warum. Weil es wurde so angekündigt, ja, Modder haben da mitgearbeitet, also CC-Ersteller und so. Ich dachte, jetzt kommt was richtig Fettes. Ich bin etwas enttäuscht, was gab. Stimmt, es gibt ja auch neue Essenssachen und so. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil irgendwie wurde das ein bisschen besser verkauft. Ne? Ja, voll die CC-Ersteller und so haben da mitgearbeitet. Wisst ihr, was ich meine? Und dann kommt das. Ich habe ein bisschen auf ein Erstelle ein Weltentool gehofft. Wurde aber leider enttäuscht. War ja klar. Nein. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Wird es jemals ein Erstelle ein Weltentool geben? Was denkt ihr? Ich glaube, nein. Es gibt es aber schon tatsächlich. Ein Modder hat tatsächlich ja auch was gemacht, dass man in NewQuest eine so eine Nachbarschaft nach seinen Vorlieben gestalten kann. Finde ich cool, werde ich vielleicht auch bald mal nutzen für ein Projekt. Ihr werdet dann schon noch erfahren, worum es da geht. Und ich würde auch erstmal sagen, das war's von dieser Folge. Und falls ihr irgendwelche Geräusche im Hintergrund hört, sorry. So, Winterfest war erfolgreich, zweimal erfolgreich. Und für sie war es nicht erfolgreich. Nee, für sie war es nicht erfolgreich. Für ihn war es nicht erfolgreich? Hä? Für alle war es doch erfolgreich? Winterfest, der Feiertag, Alina hat wieder. Okay, das heißt, bei ihr war es so halb erfolgreich, aber noch erfolgreich genug, um glücklich zu sein. Schön. Hiermit beende ich diese schöne Umstyling-Folge. Und wenn ihr mehr wollt von Umstyling, schreibt es in die Kommentare. Ich style so oft um, wie ihr wollt. Und wie ich auch will. So, okay, das ist creepy, dass sie so mehr oder weniger in die Kamera guckt. Okay. Aber gut für einen neuen Screenshot. Weil, wisst ihr, so nach dem Motto, wie schmeckt das Essen, was ich gekocht habe? So, das war's. Ich werde diese Folge schneiden, Musik hinterlegen und so weiter. Und denkt dran, bleibt gesund, bleibt zu Hause und vor allen Dingen bleibt aktiv auf YouTube und klickt auf meine Videos und schaut sie euch an. Nein, ist keine Pflicht. Abonnieren ist auch keine Pflicht, ist immer freiwillig. Ein Like ist aber mehr oder weniger eine Pflicht. Also ein Like tut nicht weh. Ein Like kann man machen. Ein Like ist mir wichtiger als ein Abo, okay? Abonnenten sind nicht wichtig. Likes sind wichtiger. Also eigentlich auch nicht. Das Wichtigste, gut, wenn ihr Fan seid, dann liked ihr auch, ne? Doch, Likes sind wichtig. Nein, für mich auch nicht. Ist egal. Ich freue mich auch, wenn ihr zugeschaut habt. Ihr müsst noch nicht mal liken. Wer bis hierhin zugeschaut hat, bitte macht euch die Mühe und schreibt einfach Hallo in die Kommentare. Dann weiß ich Bescheid. Oder schreibt irgendwas anderes, wer bis hierhin zugeschaut hat. Weil dann seid ihr einer der sehr, sehr wenigen. Oder eine der wenigen. Auf jeden Fall viel Spaß beim Sims spielen und bis dann. Ich weiß, ich kann so gut und lange abmoderieren. Ja, ich weiß, ich moderiere immer zu lang ab. Egal. Tschüss, macht's einfach gut.